Müssen Influencer retuschierte Fotos etwa schon bald kennzeichnen? Dass sowohl große als auch kleine Webstars ihre Posts nur allzu gerne mit schmeichelhaften Filtern schönen, ist längst ein offenes Geheimnis. In Norwegen muss die Retusche aber schon bald ganz offiziell gekennzeichnet werden. Jüngst verabschiedet das Parlament nämlich ein neues Werbegesetz. Und das betrifft nicht nur große Marketingagenturen, sondern auch Influencer. Ab Sommer 2022 müssen bearbeitete Werbefotos als solche markiert werden. Diese neue Regelung bezieht sich auf Schnappschüsse, bei denen die Haut, der Körper oder die Größe der fotografierten Person verändert ist. Und darunter fallen unter anderem auch die beliebten Instagram-Filter. Der norwegische Familienminister Kjell Ingolf Ropstad erklärt dazu: Wir haben uns dazu entschlossen, dass Werbung dieser Art in Zukunft gekennzeichnet werden muss, weil die retuschierten Fotos ein verzerrtes Körperbild auslösen. Wir wollen, dass sich Kinder und Jugendliche in Zukunft so akzeptieren, wie sie sind. Und dieses Problem erkennen auch einige deutsche Stars. Das Model Angelina Kirsch stolpert auf Social Media tagtäglich über geschönte Postings anderer Influencer. Im Promi-Flash-Interview äußert sie ihre Bedenken. Klar, ich gucke mir hin und wieder auch gerne mal solche Bilder an, aber ich kann das einordnen. Ich weiß, okay, das ist Kunst, aber ein junges Mädchen denkt halt, die Welt funktioniert so. Laut Angelina besteht also die Gefahr, dass sich die jüngere Generation von bearbeiteten Bildern beeinflussen lässt. Aus diesem Grund achtet die Blondine darauf, sich im Netz auch mal ganz ohne Filter zu präsentieren. Und damit ist sie durchaus nicht allein. Auch deutsche Promis wie Evelyn Weigert, Lilli Holunder oder Natalie Stommel setzen sich für mehr Realität im Netz ein. Die teilen nicht nur immer wieder ehrliche Pics auf ihren Profilen, sondern sprechen das Thema auch offen an. Im Promi-Flash-Interview erklärt das ehemalige Bachelor in Paradise Girl Natalie: Ich möchte halt zeigen, dass man ein noch schöneres Leben haben kann, wenn man sich nicht so einschränkt, wenn man nicht so perfektionistisch ist, auf das Äußere sich fokussiert. Und gerade hierbei fehlt es ihr in der Vergangenheit an Vorbildern. Und ich glaube, ich hätte auch gerne so eine Person gehabt, die auch mal die Realität zeigt und die zeigt, dass es viel schöner ist oder dass das Leben viel schöner sein kann, wenn man nicht immer hinter diesem perfekten Bild her ist. Es gibt aber natürlich auch Influencer, die offen und ehrlich zu den Filtern stehen und diese auch regelmäßig nutzen. Liz Keber teilt schon 2019 ihre Meinung dazu gegenüber Promi Flash. Ich glaube, jeder bearbeitet sich, sei es der Filter oder sonst irgendwas, aber man hilft immer ein bisschen nach. Und das dürfen die Webstars hierzulande auch weiterhin ohne Kennzeichnung tun. Denn ob ein Gesetz wie das in Norwegen auch schon bald in Deutschland beschlossen wird, ist bislang nicht klar.